Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Outer Worlds. Ich bin Mr. Cutter 4, euer Let's Play in das Kaninchen. Wir sind dabei, Edgewater komplett zu entdecken. Wir sind schon ziemlich weit. Eine Hälfte haben wir schon, wobei ich hier gerne mal reingucken möchte. Wir suchen ja auch noch nach zwei Leuten, die ihre Schulden für Gräber bezahlen müssen. Deswegen lohnt es sich, glaube ich, auch in der Hinsicht noch ein bisschen zu entdecken. Außerdem gibt es hier bestimmt auch noch die ein oder andere kleine geheime Waffen. Das kleine geheime Waffenlager, was garantiert irgendwo in dieser Stadt versteckt sein wird. Da zum Beispiel. Okay. Dann doch nicht. Redest du mit mir? Gruseliges Ding. Komme ich da hoch? Ich bin noch mal ein bisschen gewillt zu entdecken und zu erkunden mit vielen Jumping. Action, nein! Bam, tot. Okay, da kommt man also nicht hoch. Das weiß ich nicht, ob das hier überhaupt möglich ist, ob es nicht irgendwo Alpha-Wände gibt oder ähnliches. Kriege ich irgendwie angezeigt, ob ich gesehen werde, wenn ich jetzt zum Beispiel hier die schiere Munition klaue? Keiner gesehen. Da oben können wir bestimmt hoch. Da ist noch was. Was ist das? Ach, nur Geld. Bestimmt werde ich später sagen, oh mein Gott, hätte ich doch mehr Geld gestohlen. Sind wir hier? Bitmodul. Bones and Gears don't mix. Ernsthaft? Hätte ich nicht gedacht. Kannst du uns nicht ein bisschen was über die Maschine erzählen? Ich meine, es ist Beth oder so. Oder Beth hast du sie, glaube ich, genannt. Auch wenn Beth eher nach einer Kuh klingt, wie ich finde. Als nach einer Maschine. Aber ich will da nicht deiner Namenswahl im Wege stehen. Darfst du ja eh nicht, haben wir gehört. Du darfst ja eh nicht Firmeneigentum benennen. War hier nicht irgendwo jemand? Ich meine, ich beschwere mich nicht, dass hier niemand ist, der aufpasst, dass ich hier nichts anfasse, was ich nicht anfassen darf. Mitnehme, was ich nicht mitnehmen darf. Und ein Verkaufsautomat? Oh! Haste and Freedom! Verkaufsautomaten. Verkaufsautomaten bieten eine größere Auswahl an kaufbaren Gegenständen, überwiegend vom gleichen Konzern. Ab einer Hackfähigkeit von Stufe 20 kannst du auch Gegenstände verkaufen. Zugriffsbeschränkte Gegenstände können gekauft werden, wenn du über einen ausreichenden Ruf bei der passenden Fraktion verfügst oder eine Hackerfähigkeit von 40 oder mehr hast. Habe ich nicht, aber ich kann jetzt verkaufen, weil ich habe Hackenruf. So hoch. Zum Beispiel möchte ich gerne dieses Sturmgewehr verkaufen. Wir haben ja schon eins. Ha! Schwere Munition, eine Scharufel. Nach unsachgemäßem Einsatz kann man damit auch gleich die Beweise verschwinden lassen. Ich weiß nicht, ob ich es noch brauche, deswegen nehme ich das mal, hebe ich das mal ganz kurz auf. Gott, ist das chaotisch sortiert. Vielleicht sollte ich weniger. Ach, guck mal, ja, hier. Trollololololhaut. Ich wurde unsanft begrüßt bei unserem Schiff. Ich habe zwischenzeitlich gespeichert. Ich versuche immer zwischen den Folgen zu speichern. Und ich wurde unsanft begrüßt von Trollolols. Weswegen ich hier mal einem Trollolol die Haut über die Ohren ziehen musste. Und das bringt richtig Geld. Guck dir das an. Guck dir das an. Ein Gehirn. Das ist alles in Ordnung. Hier ist auch noch alles in Ordnung. Okay, da hat sich jetzt nicht viel geändert. Was könnten wir denn kaufen? Könnten wir hier Munition kaufen? Vulkan garantiert Tödlichkeit bis zu 800 Metern. Interessant. Warte mal, wir haben doch Nikotin-Stuff hier auch gesammelt. Ja, das hier ist doch... Nein, ich möchte nicht kaufen, ich möchte verkaufen. Oh mein Gott, das habe ich gekauft. So, haben wir hier noch irgendwas, was... Nee, ne, der Rest ist alles in Ordnung. Hast du Rüstungen? Wow, Rüstung 17. Schwere Rüstung. Einschüchtern leicht... Mittelhacken plus 7. Das ist die, die ich, glaube ich, auch gerade trage. 300? Ich sollte mehr Sachen ein... Oh, guck mal. 8000?
Wie viel kosten meine Modifikationen? Nicht so viel. Gut, ich glaube, wir sind an dem Punkt angekommen, dass ich sehe, wir brauchen doch alles, was wir nehmen können und sollten es verkaufen. Eine schwere Munition... Ach nee, es sind 50. Okay, pass auf, wir kaufen mal nicht so viel. Nee, hä? Ist das echt ein Schuss? Warte, ist das ein Schuss? Kostet mich ein Schuss 6? Okay. Okay, wir müssen offensichtlich doch alles mit... Hallo? Doch alles mitnehmen, was wir kriegen können, um es zu verkaufen. Wie hübsch. Ups. Ich bin... Ich habe gar nichts gemacht. Lügen 15. Ja, gar nichts. Ich wollte gerade gehen. Der Ruf hat sich verändert. Wenn die Leute übel gesonnen sind, wird dann Ruf... Oh, was? Wo sehe ich meinen Ruf? Warte mal, das ist... Space of Choice. Schlecht. That's not good. Okay, wir sollten definitiv nicht mehr klauen. Jedenfalls nicht in der Sichtweite der Leute. Einmal mehr darauf achten, dass wir nicht gesehen werden, wenn wir so solche Aktionen machen. Das war auch dumm. Sonst habe ich mich die ganze Zeit umgeguckt und diesmal habe ich mich nicht umgeguckt. Ach, Gaddafi. Das ist kein Diebstahl, wenn ich das sehe. Sprathaut. Günterhaut. 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 Die können wir auch wieder verkaufen, die ganzen Günterhäute. Wo geht's hier hin eigentlich? Ein geheimer Raum. Mit einem geheimen Terminal und einem Dietrich, den ich stehen. Komm mal rein. Komm mal rein. Komm mal rein. Wir müssen eine Tür zumachen. Was haben wir denn hier? Nachrichten von Torbsen. Angesichts der guten Arbeitsleistung und positiven Arbeitsentstellungen habe ich dir eine Genehmigung für eine ärztliche Behandlung im Falle einer Ansteckung geteilt. Wie du sicherlich weißt, hat die Firma uns nicht ausreichend Medikamente für die Behandlung aller Arbeiter zur Verfügung gestellt. Ich wünschte, ich könnte alle Mitglieder der Space of Choice Familie behandeln lassen. Aber die, das ist leider nicht möglich. Die Arbeitsneidprivilegien sind streng leistungsabhängig. Geil. War nicht noch einer? Nee. Persönliche Daten. Passwort Neuling. Passwort akzeptiert. Willkommen, P. Granger. Persönlich hat ein Theodore letzte Nacht beerdigt. Reed hat mich gebeten, seinen Tod nicht in unserem Quartalsbericht zu erwähnen. Klingt fair. Wurde gebeten, eine Stellungnahme oder sowas für die anderen Arbeiter vorzubereiten. Habe darüber nachgedacht. Weiß nicht, was ich Ihnen erzählen soll. Endet nicht wie Theodore. Erledigt eure Arbeit. Kommt pünktlich, lächelt, dann bekommt ihr eure Arbeitsprivilegien. Ein guter Anfang? Ja. Definitiv ein guter Anfang. Bist du Theodore? Nein, ne? Phyllis Granger! You the new worker? Nein! Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Ich bin nicht neu. Ich bin hier, um Grabgebühren einzutreiben gleich. Foreman Granger, mind those words don't come out of your mouth unless preceded by yes or right away or thank you. Ich bin eher, um Grabgebühren einzutreiben. Shit. Silas still on about that? Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Diese Dokumente sind aber nicht mit deinem Namen unterzeichnet. Sind sie das? Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. Klingt nett von dir. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame though. Eugene was a good worker. Du meinst der Typ, der sie erschossen hat? Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Du redest mit einem Fremden ganz schön offen. Was für eine furchtbare Aussage. Muss hart sein, eine Familie zu verlieren. Eugene wasn't family. Aber hast du nicht gesagt, dass die nächsten lebenden Verwandten das bezahlen müssen?
Yeah, I was the closest living person relative to his body at time of death. I'm the one who found him, you see, so I pay the fines. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. Alles ist so abstrus abgedreht. Es ist Kapitalismus in Reinform. Ah, was wollen Sie machen? Seine Leichen verhaften? When one of your workers commits a crime, the entire town pays for it. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's choice. Was? Er war ein Mensch, kein Gegenstand. Well, excuse you. I'll have you know, Eugene was an asset to us all. May his atoms be commended to the law. What? All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Sehr schön. Ich gehe dann mal weg, bevor mir hier noch irgendwas ganz, bevor du dir in den Kopf schießt und ich für dich bezahlen muss. Hast du das, was zu sagen, Parvati? Where are we headed? Nein, okay. What the fuck? Auf jeden Fall haben wir schon mal den zweiten jetzt. Yay. Wie abgedreht. Der nächstlebende muss bezahlen, wenn sich jemand umbringt und... Oh, Maschinenband. Was ist dies? Was ist dies? Was ist dies? Ernsthaft, was ist dies? Des jungen Spacers Leitfaden zum Maschinenbauband 2. Ein sehr trockener Einstieg in den Maschinenbau, publiziert von Spacer Choice. Dieser Band beschreibt, wie man handelsübliche Arbeitsrobotereinheiten repariert und demontiert. Ja, ich möchte jetzt... Kann ich das benutzen? Can I use it? Warum kann ich das nicht benutzen? Ich brauch Geld. Weitsichter. Schlägerausrüstung, Bitmodule. Bebebeil? Das Bebebeil ist das beste Beil. Die pulsierende Klinge vibriert sich seinen Weg selbst in den widerspenstigen Dissidenten. Das klingt einladend. Zum Glück gibt es ja nirgendwo Kameras. Was haben wir hier noch? Aus dem Büro von Reed Thompson, Administrator. Die Symptome der Infektion haben nun einen kritischen Punkt erreicht. Ich habe unsere Mitarbeiter instruiert, den alten Wohnsitz in ein Krankenlager umzufunktionieren. Die Seuche ist Teil der Realität des Lebens an der Grenze. Und als Mitarbeiter der Spacer's Choice Familie wird von uns erwartet, dass wir uns der Realität stellen. Die Realität ist, dass wir nicht genügend Arzneimittel haben, um alle zu behandeln. Ärztliche Behandlung ist ein Privileg, kein Grundrecht. Wir müssen uns jeden Tag bemühen, zu beweisen, dass wir dieses Privileges würdig sind. Wenn ihr Symptome der einzelnen einsetzenden Seuche bei euch feststellt, ist es das Beste für euch und eure Familien, den Overall anzuziehen und zur Arbeit zu gehen. Arbeit stärkt den Geist. Physische Krankheiten sind der Zeit... Ach, genau. Alter Schwede, das ist wirklich... Kauft der Kapitalismus in Reinform hier? Oh mein Gott. Ich möchte dann doch nicht mehr hier sein. Kann ich bitte wieder zurück, 70 Jahre in die Vergangenheit? Ja. Mal weitere Sprats. Sprathaut. Sprathaut. Bestimmt nichts wert. So wie die ganzen Sprats hier rumliegen, kann das nicht irgendwie 100 das Stück wert sein. Oder 50 das Stück, wie die Trollololololhaut. Oh, was ist das? Kannst du mal die Tür zu machen? Können wir das... Dankeschön. Ist hier irgendjemand? Nee, ne? Gott. Protokolle. Gefunden. Eine linke Hand am Handgelenk abgetrennt. Oh, die suchten wir doch, glaube ich. Leute, das ist schon das zweite... Oh, was? Das ist die zweite ungeplante Amputation in ebenso vielen Monaten. Bitte geht beim Umgang mit Maschinen vorsichtig und sicherheitsbewusster um. Okay, alle Wartungskosten werden von eurem Gehalt abgezogen. Ja, du verlierst eine Hand und musst dann auch noch... Es ist so abartig. Es ist eigentlich absolut nicht lustig. Ah. Es ist so... Die Tür war fest verschlossen.
so widerlich auch irgendwo, ne? Wenn du mal ganz ehrlich bist. Also, abartig widerlich. Nicht so von mir so widerlich, sondern... Only you can protect fourth quarter profits. Okay. Ich werde sie beschützen. Noch ein Verkaufsautomat. Tür zu. Alles meins. Oh, 200. Jawolla. Wenn... Ein Feuerzeug. Wird mitgenommen. Ich muss echt alles mitnehmen. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, hier wirklich ordentlich zu klauen. Und ich sage mal, bei dieser Firma ist es, glaube ich, kein großer Schaden, wenn wir da Sachen klauen. Tut der Firma, glaube ich, ein Feuerzeug. Ja, das kann ich. Ja, Gott, die ist echt nichts wert. Was war das? Das ist Rüstungsmod. Okay. Nahkampfsachen werde ich ja verkaufen. Was haben wir hier? Warte mal, das ist Nikotin. Das ist Aluhol. Das ist Aluhol. Und ich würde sagen, die Nahkampfwaffen 5. 31 ist natürlich wieder nicht schlecht. Die würde ich gerne verkaufen. Die anderen werde ich verscrappen, um die Bauteile rauszukriegen. Die brauchen wir ja auch noch. So, damit haben wir dieses abgeschlossen. Und jetzt müssen wir mal gucken, was hier unten noch auf uns wartet. Hallihallo, große Kiste. Hallihallo, Merkdietrich. Wolltest du dich von mir verstecken? Polizieren? Ach du Scheiße. Will ich hier unten überhaupt sein? Erzähl mir doch mal was hier über das, wo wir hier sind. Geht doch mal ein bisschen. Ist hier irgendjemand? Außer, dass es hier brutzelt, sehe ich hier nichts. Die Musik gefällt mir. Die Musik erinnert mich so ein bisschen an Firefly. Auch das ganze Setting erinnert mich so ein bisschen an Firefly, jetzt wo ich drüber nachdenke. Das ist der Energieregulator da unten. Das Ganze erinnert mich wirklich sehr an Firefly. Fantastische Serie. Und ich finde es so schade, dass sie nicht weitergeführt wurde. Die war so grandios. Ach, wie schade. Ach, ich wollte eine Umfrage starten, fällt mir gerade ein, ne? Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich dazu wirklich eine Umfrage machen soll. Weil ich würde gerne alles erkunden. Einfach, weil ich auch Interesse daran habe, alles zu erkunden. Und ich wollte euch eigentlich fragen, wie ihr das findet. Soll ich alles erkunden oder soll ich nicht alles erkunden? Aber mal ganz ehrlich, ich möchte alles erkunden. Ich möchte alles entdecken und ich möchte auch Nebenmissionen machen, weil das Spiel bietet scheinbar so viel zu entdecken und auch so viel tiefgründig ausgedachte Welt. Und es wäre so schade, wenn wir das nicht mitnehmen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich will auch kein... Es ist halt so... Energieregulator deaktivieren. Anfrage. Geothermale Anlage. Die Region werden natürlich von den geothermalen Anlagen mit Energie versorgt. Ist da stolz darauf, Kolonisten mit ihren Ratenregulationen. Okay. Ich möchte das aber noch nicht machen. Ich möchte ja nicht deaktivieren. Und ich möchte ja nicht anfassen. Deswegen, ich hoffe, ihr versteht, dass ich da keine Umfrage mache, weil es halt einfach... Wenn ihr jetzt wirklich sagen würdet, ihr möchtet das nicht sehen, ihr möchtet, dass ich nur die Hauptmission mache, dann habe ich keinen Spaß an dem Spiel mehr. Und das ist halt dann auch doof. Wieso komme ich hier nicht rein? Könnte ich die Tür aufschlagen? Das Fenster aufschlagen? Nee, komme ich nicht hin. Okay. Aber guck mal, dann haben wir schon mal noch den Nächsten jetzt um sein Geld erleichtert. Und jetzt... Hey, you hear about Wilson? Wilson? Heard Marauders got in. Just between us? Da geht's raus. Was ist das? Naja, also, das ist halt das Ding, ne? Ich möchte halt entdecken und ich möchte auch erkunden und ich möchte dabei entsprechend alles sehen. Und auch, ich meine, bei den Texten hatte ich ja gesagt, wir werden das, wenn ich jetzt, da haben wir zum Glück ja noch keine gefunden. Das hatte ich ja am Anfang gesagt, dass wenn ich jetzt irgendwelche Weltentexte finde oder sowas, die länger sind. Aber das hatten wir bisher noch nicht. Deswegen kam ich da noch nicht in die Verlegenheit, euch irgendwie Infos vorzuenthalten. Was ist das hier?
Ist das zufällig die Wohnung von dem einen, der schon länger nicht mehr da war? Die sieht ja auch ziemlich durcheinander gewühlt aus, wie ich finde. Hier hat irgendjemand... Oh. Where the magic happens? Well, science. But it still happens. Ach, das ist deine Wohnung? Wohnst du hier? Ja, huh? Ist das deine Wohnung? Kühlschrank? Werkbank! Oh! Fantastisch, muss ich irgendwas reparieren? 9, 9, 9. Alles in Ordnung, sehr gut. Bei der Rüstung? Die aber auch nicht. So, Modifikation. Wir haben dieses Sturmgewehr. Wir haben 2 Mods für das Magazin, 1 fürs Visier. Und dann gucken wir doch mal. Dann gucken wir doch mal, was wir hier... Wir könnten hier zum Beispiel im Magazin Mag-Energie den Schadenstyp auf Plasma ändern oder die Magazingröße erhöhen. Jetzt ist die Sache, wenn ich den Schadenstyp auf Plasma ändere, bedeutet das, dass ich mehr Schaden mache, weil die Rüstung sicherlich... Ich mach das. Ja. Und dann können wir hier noch scopen. Da könnte ich einen Weitsichter... Waffen, Sichtweite, effektive Reichweite. Oh ja, bitte. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und damit machst du jetzt Plasmaschaden, ne? Und ich glaube, dass das gut ist gegen die Rüstung. Dass die Rüstung halt entsprechend... Warum ist das... Blau? Weil ich die trage, oder was? Trage ich die? Naja. Hier könnte ich jetzt noch verstärkt, hätte ich mehr Rüstung. Das wäre natürlich nicht schlecht. Was haben wir hier noch? Schlägerausrüstung, verbessert Nahkampf. Das ist, glaube ich, ganz gut. Warte mal, welche Rüstung ist das jetzt, die wir jetzt hier gerade tragen? Ist das die, die ich trage? Warte mal, lass mal ganz kurz gucken. Ist das jene, die ich gerade trage? Genau. Und ich hätte noch die Mechaniker mit den Tech-Fähigkeiten. Es ist natürlich die große Frage, möchte ich lieber die haben, wegen den Tech-Fähigkeiten, oder möchte ich lieber... Weil Hacken ist ja schon etwas, was ich nur hin und wieder mache und nicht die ganze Zeit, oder? Aber hier kann ich halt gar nichts dran ziehen. Ja, okay, ich kann die eh nicht modifizieren, sehe ich gerade. Dann ist das die von, Dingsy, Parvati. Das bedeutet, wir machen mehr Rüstung... Und wir packen hier die Fernkampffähigkeit rein. Jawohl. Sehr gut. Und dann würde ich eigentlich sehr, sehr gerne... Ach, das sind die Parvati. Ach, guck mal. Ich könnte bei Parvati... Ich weiß gar nicht, ob die Munition braucht. Sie hat ja keine. Ah, wird schon passen. So. Ich könnte meine noch verbessern, dann mache ich mehr Schaden. Das machen wir mal. Sehr gut, damit ist jetzt nämlich eine Stufe 6 Waffe. Und das wird immer teurer. Und damit mache ich aber halt immer mehr Schaden. Hey, that's... I mean, if you need it. Ich brauche das. Wir sind doch ein Team. Problemtickets. Von Thompson. Fehler beim Starten des AG-Laders. Mhm. Motor einschalten. Ah, ja, ja. Ganz viel Text. Priorität. Ah, wird schon alles passen. Parvati, du wirst das schon machen. Du wirst schon wissen, was du hier tust. Ich nicht. Ich habe keine Ahnung von Technik. Haben wir noch irgendwelche Sachen, die ich mitnehmen kann? Die ich mir... Überbrückungskontakt. Sehr schön. Dann ist das deine Wohnung. Kann ich da jetzt einfach... Warum muss ich das knacken? Parvati, kannst du das mal kurz aufschließen? Wow! Munition, wie hast du ein Munitionslager in deiner Bude, Parvati? Was ist los? Mädel! Was ist mit dir nicht in Ordnung?
Ach, guck mal, das kann ich aber alles mitnehmen. Das nehmen wir alles mit. Wir nehmen alles mit. Wir haben uns entschlossen. Ja, gerne. Ich habe wirklich Hunger. Oh, ich habe wirklich Hunger. Ich sollte mal was essen. Energiezu nehmen wir auch mit. Den Kühlschrank, der ist leer. Wir essen mal einen Happen. Ein bisschen Brettnudeln. Und wir sollten auch was trinken, wenn ich das richtig sehe. Oh, nur dein Office? Dein Papa hatte offensichtlich geschlafen, was? Ah, du freust dich darüber, dass ich deine Sachen... Hast du keinen Schlüssel dafür, oder was? Willst du mir das damit sagen? Hast du keinen Schlüssel für die Sachen, die hier drin sind? Vielleicht, wer weiß... Ich bin gespannt, was hat dein Papa geschrieben. Ich weiß, es ist sehr neu... Ich bin sehr neugierig. Aber trotzdem. Steuerung Alt F7 Eingabe? Nee, das drücke ich jetzt nicht. Letzte Suche öffnen. Intumanti. Zwei Einträge. Intumanti hat heute Edwater verlassen. Sie wurde auf Terra 1 versetzt. Ich habe sie auf der Plattform zum Abschied geküsst und sie gefragt, ob ich sie wiedersehen würde. Wir wussten beide, dass die Antwort Nein lautet. Schau nach oben und denke an mich, ich werde auch nach oben blicken. Das ist bestimmt die Mutter. Frau, wie auch immer. Oh mein Gott. Robert, sie haben nicht zugelassen, dass ich sie behalte, aber ich weiß, dass du sie liebevoll aufziehen wirst. Vielleicht sogar liebevoller, als es die Zeit mir erlauben würde. Du bist geduldig und für andere auf eine Art und Weise da, wie ich es nicht bin. Die Firma sagt, sie hat keinen Namen, bis du ihr einen gibst. Ihr Name lautet Parvati. Man hat mir gesagt, dass ihr Geburtstag auf den Tag festgelegt wird, an dem sie dir von Rechts wegen übergeben wird. Tatsächlich wurde sie am 7. Juli geboren. Lass sie fühlen, dass sie etwas Besonderes ist, auch wenn ich es nicht kann. Es hat ihr gefallen, wenn ich ihr vorgesungen habe, nur dann hat sie aufgehört zu weinen. Parvati. Gestern Abend habe ich mir das Handbuch zum Weltraummaschinenbau durchgelesen. Fast hätte ich es aus reiner Gewohnheit laut vorgelesen. Es ist 10 Jahre her, dass du trotzdem... und trotzdem kenne ich ganze Teile von auswendig. Ich werde den nächsten Band wohl mit zur Arbeit in die Konservenfabrik nehmen. Dort ist ein Büro, das nicht genutzt wird. Ach, guck mal, das haben wir ja. Das haben wir schon... Den zweiten Band haben wir schon gelesen. Parvati. Something you need? Wo ist der erste Band? Oh, mein Mädchen. Oh, you like flowers? I can't find many kinds around here. Du machst ein... Du kümmerst dich auch noch um Blumen. Oh Gott, bist du ein lieber Mensch. Mein Gott, bist du lieb. Du bist viel zu lieb für diese Welt. Ich muss dir helfen, hier rauszukommen. Und ich darf dich definitiv nicht sterben lassen. Ah, okay, das ist ein Bad. If you need to go, I'll wait outside. Oh Gott, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht rein. Ich meine, es ist zu klein. Shh. Die starren immer nur. Diese Bösen. Alle erschießen. Kann man hier irgendwo hin? Auf das Dach da drüben zum Beispiel? Warte mal, kann ich... Da komme ich nicht hoch. Aber komme ich hier? Warte mal. Vorsichtig. Auf dieses Geländer. Oh mein Gott. Auf die... Nein, komme ich nicht. Au! Es gibt Alpha-Wände offensichtlich. Aber neben der Konservenfabrik sollte doch auch noch jemand wohnen. Den wir um seine... Oh Gott! Sowas meine ich. Genau solche Vorräte. Guck mal, wie die verstehen. Überall findest du solche Vorräte in dieser Stadt hier. Einfach so liegen die rum. Hey, Parvati. Und gerade mit schwerer Munition haben wir immer noch nicht sonderlich viel. Und wenn wir jetzt gesehen haben, wie teuer die ist. Ist auch, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn ich den Schaden ein bisschen pushe. Maintenance Division. Maintenance Division. Constable, gehen wir gleich rein. Kommen wir hier rein? Nein. Nein. Da ist nix. Das ist 7 Bits. Fast ein Byte. Mit dem Tisch. So, ist das hier? Almost lost a finger in the cannery today. At least you got your health. Ja. Oder so. I've never actually been in here. Seemed scary from the outside.
Where are we headed? Ach, dazu sagst du nichts, damit. Hallo, schönen guten Tag. Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in Frontier Justice. The office is writing a promotion. Purchase 3 criminal investigations and the 4th one's free. Ich muss dafür bezahlen, dass ich kriminalistische Untersuchungen gebe? As long as your questions fall within the acceptable margins of curiosity. Nein, nicht bei mir. If this is a setup to a joke, you should know I've never found anything amusing in my life. I don't serve Edgewater. Edgewater in the entire region of Emerald Vale serves Spacer's Choice. Okay. Spacer's Choice is a wholly owned subsidiary of Universal Defense Logistics, which occupies a seat on the Halcyon Holdings Corporation, also known as the board. I must admit it bothers me that you don't already know this. Yeah, ich komme ein bisschen weiter rum. His likeness decorates many a wanted poster. Do you have any relevant information about this individual? Nein. Oh Gott, You're correct. An outstanding bounty has been posted for information pertaining to the whereabouts of Phineas V. Wells. Ich, Nein. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur so mit dir reden. Hast du noch andere Kopfgelder? Something to report. As a Spacer's Choice Constable, I am authorized to grant you legal authority toward apprehending wanted criminals. Gerne. Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just 1 per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. Ein Finger. Okay. Der Phineas ist ja der Wissenschaftler, der uns gerettet hat. Deswegen möchte ich ihm nicht irgendwie dort Probleme bereiten, muss ich ganz ehrlich sagen. So, eine große Zelle. Schön, geräumig. Kann ich es mitnehmen? Nein, natürlich nicht. Okay. Wir haben noch dieses Haus. Hallihallo. Abernathy! Mit wem redest du? Ich habe das Gefühl, wir sollten die Tür zumachen. Pavati, komm mal rein. Ich glaube, wir sollten die Tür zumachen. Mit diesen Herren ist nicht gut Kirschen essen. Hallo. Well, did Mr. Thompson send you? Nein. Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at my post. Tomorrow. Bright and early tomorrow. Because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. Genau so siehst du auch immer aus. You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him about his mental state? Yeah. Bin sicher, dass du erwähnt hast, dass du die Seuche erwischt hast. What? No. I mean, I might be. That depends on who's asking. Ich. Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. Er weiß was. Er hat mir alles erzählt. Wie lange dachtest du denn, dass du ein solches Geheimnis zu wahren könntest? Sounds like he's already told you. You may as well hear it from me. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. Mein Traumort. Don't say that, Mr. Abernathy. You still got a couple decades in you? I'd steer clear, Ms. Holcomb. My affliction's bound to be contagious. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. Tut mir leid, das zu hören. You are? Oh, wow. First time anyone's ever told me that. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. Gerne, was muss ich für dich tun? Wie kann ich helfen? There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine and bring it back to me. Nicht zu schnell, ich habe ein paar Fragen. I'll do what I can. Ich vermute, dass dort Wachen sind.
You will not find any guards within sight of that old place. Marauders, on the other hand. Das ist okay. Damit kann ich leben. I have it on good authority. There's a gang of them squatting there. I advise stepping softly. Wieso kannst du dir nicht einfach selbst Medizin kaufen? I tried medicating myself with Adrenatime. Didn't do much for me, as far as I can tell. Anyway, I can't just buy medicine. Distribution of medicine is strictly prohibited to any workers beneath the acceptable margin of health. Company policy. Mit anderen Worten, der Konzern behandelt dich nicht, weil du bereits krank bist. More like the company won't treat me, because I'm not healthy enough. Ja, genug gehört. So you'll do it then? Yeah, ich werde dir helfen. You oblige me with your haste. I think I feel the plague spreading. Oh Lord, it's in my spleen now. I can feel it. Ja, wo ist denn eigentlich das Versammlungszentrum? Just keep your head down when you're in there. Marauders have taken over. Probably tracking mud all over the archives. Schlamm? Was für ein Schlamm? I know that, but I got nobody else to turn to. Reed would have wrote me up. Constable would have locked me up and wrote me up. Could have gone to see the good vicar, but I never did find my courage. Okay. Der ist leer. Das wäre stehlen. Ich geh mal mit da. Komm mal rein, Pavati. Komm mal rein, wir müssen da ganz kurz... Okay, wir werden draußen. Eine Wolfsplakate. Meine Wolfsplakate. Alles meins. Ich möchte jetzt komplettes Set haben. Ich möchte alle haben. Okay, wir müssen ihm also helfen. Jetzt ist die Frage, wo ist denn das Versammlungszentrum? Das wäre jetzt noch eine wichtige Frage. Was ist das hier? Was ist die... Wo ist das denn? Warte mal, Aufträge. Bis ins Grab? Treibe Ludwigsgrad wieder ein. Ach ja, er ist als Wache des Landeplatzes südöstlich. Okay. Da können wir auch gucken, das machen wir beim nächsten Mal denn. Auch noch nach der Leiche am Hafen suchen. Dann das mit dem Buch. Genau, wo ist das? Was ist das? Ein Handvoll Taugenichtse? Achso, das sind die. Oh, das ist auf dem Weg. Das ist doch schön. Wenn wir hier auf dem Weg hier hoch sind, können wir da entsprechend die Medikamente suchen. Gut, dann würde ich sagen... You're making a mistake working for Abernathy. Wie bitte? Excuse me. I'm Esther Blaine, Spacer's Choice Actuary. I overheard your talk with Abernathy. I hope you're not thinking about getting him that medicine. Warum nicht? Abernathy is a well-known hypochondriac. Anthracycline is wasted on him. You're better off selling it to me instead. Zeigt Symptome. All I'm saying is Abernathy's worked in this town longer than some of us been alive. How do I put this gently? He's got a lot of cobwebs up in his attic. Wofür brauchst du es denn? I probably shouldn't tell you. Don't want you implicated for what I'm trying to do. Nein, ich finde, das sollte ich schon wissen. All right. Here's a summary. A lot of sick people in this town, and we don't have the medicine to treat them all. Can't reach out to corporate without crossing a river of red tape, so I'm reaching out to you. Something like that. Look, I'm not in the habit of lawbreaking. But sometimes you've got to do the wrong thing for the right reasons. Okay, das heißt... That's all I can ask of you. Ich muss mich entscheiden, ob ich dem einen Mann helfe, oder sie scheint mehrere damit helfen zu wollen? Das ist eine schwierige Frage. Tja, nun, also, da müssen wir uns ja mal mit befassen und überlegen, was wir damit machen. Wem wir da jetzt genau helfen. Eins möchte ich noch machen, das weiß ich nämlich, dass das... Holcomb, got my eye on you, girl. Miss Holcomb ain't allowed in this establishment.
Not since that little incident. Ich weiß, die Folge ist eigentlich schon vorbei, aber ich möchte das hatten wir nämlich im Livestream, dieses Gespräch hatten wir im Livestream noch gehabt und deswegen, das fand ich so cool. Was für ein Vorfall denn? Ask her if you care. I'm running a business here. I won't touch anything while we're in here, Mr. Moreau. I promise. Okay, dann gucken wir doch mal, was sie zu sagen hat. Was hast du denn hier gemacht? Where are we headed? You mean why I'm not allowed in the store anymore? Yeah. There was a kind of a thing with a vending machine when I was 12. Erzähl doch mal ein bisschen. Sure, but folks got long memories around here. I've always been good with my hands, right? So I saw a lock on the machine and thought, oh, this must be how they refill it. But I had to know. So I did my thing. And next thing I know, there's a couple hundred bottles of Zero G rolling out the front door and into the road. It's not funny. It is. Right about then, a bunch of loaders came rolling in the gate, fresh off the salt tuna ships. And Mr. Thompson was up on the porch, making a speech about how everyone would have to volunteer a third shift to get it all canned. Anyhow, you ever seen an auto loader run over a bottle of Zero G? Nein. Exploded all over Mr. Thompson. One bottle after another as the loaders went by. I was just shy of working age, so Dad had to pay all the damages. Moreau's still angry at me. I can laugh about it now, but I just about puked up my guts in terror in the moment. That's the one time I ever made Mr. Thompson look a fool. Oh, this is... Oh. It's not the best choice, it's Spacer's choice. And before you ask, I'm all out of deluxe salt tuna. All I've got is gourmet. Ja, und hier könnten wir jetzt noch weiter handeln. Und der hat einiges an Waffen und scheinbar auch richtig krasse Waffen, wenn ich mir das hier, es leuchtet, du meinst, es hat einen Namen, Maxwell. Aus irgendeinem Grund denkt jeder, dass dieser Hammer silbern wäre. Was ist das Besondere an diesem, außer dass er 11 Schaden mehr macht? Warum ist der so viel besser? Also wertetechnisch. Maxwell, der Silberhammer, ist so schwer, dass Angriffe auf Kopf und andere Schwachstellen zusätzlichen Schaden verursachen. Durch das Gewicht gestaltet sich allerdings seine Handhabung etwas umständlich. Aha. Naja, hier könnten wir jetzt nochmal ganz viel Rüstungen und Munition kaufen. Beim 1% Rabatt. Wow, einen ganzen Prozent. Ich bin schockiert. Aber die Folge geht schon viel, viel zu lange und deswegen würde ich sagen, wir beenden die Folge für heute an dieser Stelle und beim nächsten Mal gehen wir dann raus. Haben wir lang genug in der Stadt zugebracht und dann wird ein bisschen erkundet und ein bisschen getötet. Wird aber langsam wieder Zeit, ein bisschen zu schießen, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!